Statt der Liebe, Romantik und Träume. Sagt man. Das habe ich auch mal gedacht. Aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod. Ich sitze zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft. Collar, schwing deinen Hintern rüber zum Palais Royal. Sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja, genau. Den Pierre Cachon. Keine Fotos, also lass deine Knipse zu Hause. Er hat selbst nach dir verlangt. Ausdrücklich. Frag mich nicht, warum. Egal, könnte eine große Sache sein. Also, wenn er dich anbaggert, nicht vergessen. Immer lächeln, ja sagen und weiter mitschreiben. Wie charmant und überaus zutreffend. Pierre Cachon ist ein Medienkönig, ein Nationalheld und einer der berüchtigsten Ehebrecher in ganz Europa. Er und seine Frau Imelda sind nur einen Hauch von der Königswürde entfernt. Hey, ich hasse Pantomime. Aber wenn man nicht auf sie eingeht, hauen sie nie an. Da bin ich also. Der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich klingle und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert. Ja, was gibt es? Madame, mein Name ist Nico Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon. Kommen Sie rauf, wir sind im ersten Stock. Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Die Eiskönigin wird Ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Werden Sie beim Interview dabei sein? Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht. Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame. Ah, die begabte und ausgesprochen schöne Mademoiselle Collard. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Monsieur Cachon, es ist mir eine Ehre. Oh ja, das glaube ich gerne. Nennen Sie mich doch Pierre, bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann. Mein Vater? Aber er hat nie erwähnt. Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch. Ich muss... Imelda, deine verdammte Katze, ist schon wieder in meinem Büro. Nach einer Ming-Vase zum Teufel, nehme ich an. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste. Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger. Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame. Das war aber keine Katze. Mein Gott. Was... Monsieur Cachon. Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hier bleiben. Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie, er... Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder? Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt. Sie wäre sofort die Nummer 1 auf meiner Verdächtigenliste, wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte. Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären. Einer,
der wichtigsten Männer Europas ermordet. Und hier stehe ich, Nico Collard, alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten oder den Fall selbst untersuchen? Die Antwort ist wohl klar. Ist voller obskurer Erstausgaben. Eines muss man der Eiskönigin lassen. Mit Stoffen kennt sie sich aus. Eine Büste von Pierre Carchon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation. Ein rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis. Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen. Und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder. Zumindest habe ich ihn so genannt. Die Polizei kann jede Minute hier sein. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt und ich muss sie finden. Ein Louis XIV-Tisch mit einer antiken Spitzendecke. Diese E-Melder hat Geschmack. Naja, mit einem so stinkreichen Gatten ist das ja auch leicht. Eine mittelalterliche Prozession. Zweifellos ein Original. Die Wandteppiche müssen ein Vermögen gekostet haben. Eine wunderschöne Tischdecke liegt auf dem Tisch. Sieht. Eine wunderschöne Spitzentischdecke. Ich schätze, die Decke könnte ganz hilfreich sein. Da ist ein kleines Loch in der Tischplatte. Jemand hat ein winziges Teil der Intarsien weggeschnitzt. Nicht mal mit dem Fingernagel komme ich in ein so winziges Loch. Eine Tube Acrylfarbe im Farbton Französisch Ultramarin. Genau die Farbe, die ich für mein Badezimmer suche. Es tut mir leid, ich muss gehen. Jemand ist... Junge... Diese Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe. Meine Güte, dann behalten Sie das Zeug von mir aus. Sogar das Telefon ist eine Antiquität. Vertraue niemandem, der ein solches Telefon besitzt.